Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Autoheiders. Wir haben hier gerade eine kleine Schlacht gegen Mutanten hinter uns gebracht. Auf der Suche nach einem Koffer, der wohl irgendwas mit der Frequenz auf unserer Hand zu tun hat. Was für eine Kette? Da vorne müsste es dann hoffentlich wieder... Ich bin jetzt auf der Brücke. Wo ist denn der Truck? Da sind alte Werkstätten beim Stadttor. Sie werden ihn da abgestellt haben, um ihn vor der Anomalie zu schützen. Wollte sagen, der wird es wohl wieder Munition geben, weil das gibt es ja meistens an diesen Reiseflaggen. Irgendwo bei den Werkstätten soll der Truck stehen, der uns geklaut wurde. Ach, da. Schade. Jetzt ist die Waffe eigentlich ziemlich schlecht. Weil die kämpfen halt schön auf Fernkampf. Oh Gott, und die Waffe ist halt so gar nichts für den... Shit, ich dachte, wir sind außerhalb. Nein, die Waffe ist halt eigentlich so gar nichts für den Fernkampf. Traut sich jemand? Er traut sich. Die Entfernung geht noch. Ich glaube, sobald es weiter hinter geht, ja, machen wir bloß noch einen Schaden. Wir müssen dann wahrscheinlich doch nochmal aufs Sturmgewehr wechseln. Ah. Das ist schon krass, ne? Ein so ein Magazin, so ein gepanzerter Typ. Fast komplett weg. Aber wir müssen halt die wirklich sehr, sehr nah an uns rankommen lassen. Und hier warten dann gleich die nächsten. Wir sind aber wieder voll mit Leben. 191 mittlerweile. Würde halt wirklich gern offensiver kämpfen, aber wir kriegen dann jedes Mal so viel Schaden. Dass das echt schon jenseits von Gut und Böse ist, ihr seht's ja. Wir stehen hier mal 2-3 Sekunden ohne Deckung und haben 100 Lebenspunkte verloren. Ist schade, dass man nicht springen kann. Jetzt hätte vielleicht hier mal so von der Seite überraschen können. Müssen dann, glaube ich, trotzdem entweder Scharfschützengewehr oder dieses Ghost-Gewehr, was wir letzte Folge fanden, das eventuell mal ausrüsten, dass wir ein bisschen was mehr auf Fernkampf anrichten können. Ah, wir kommen trotzdem recht gut durch. Ah, war doof, wir sind schon fast voll. Da liegt was Blaues. Sah stark aus. Oh. Kam hier eine Granate, habe ich gar nicht gesehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wenn wir die Fähigkeit einsetzen, dass er automatisch aus der Deckung rausgeht. Also dass er in dem Moment rausgeht, ist klar, aber er geht nicht wieder von alleine zurück. Ach shit. Die sind doch schon ganz schön weit weg. Hier wird gleich einer hochkommen, den können wir eigentlich mit der Pumpgun holen. Aber er bleibt noch stehen, ne? Komm, wir gucken mal ganz schnell. Wir nehmen mal die Pumpgun raus und wir haben dafür... Ach, das ist auch eine Schrotflinte. Moment, ich muss mal wieder gucken. Ja, wusste ich doch. Bam.
Nicht schlecht. Aber ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es ein Sturmgewehr ist. War es leider nicht. Was haben wir denn hier? Das ist auch Schrotflinte, Sturmgewehr Standard. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Mist. Was habe ich denn jetzt gemacht? So, wir müssen mal eben wieder aufs Sturmgewehr umschwenken. Sind aber immer noch welche. Ach Mist, wir müssen nachladen. Eine vollautomatische Schrotflinte ist geil, aber so wirklich krass Schaden ist es nicht am Start. Wir haben eigentlich ein ganzes Magazin auf ihn gepumpt. Und er war immer noch nicht tot. Jetzt haben wir zum Beispiel wieder Leben bekommen, ne? Obwohl der nicht markiert ist. Jetzt auch wieder, also. Ich muss das mal noch genauer beobachten. Tut mir leid, wenn ich da gerade so unwissend bin. Also für einen so einen Koffer nehmen wir uns hier doch ganz schön was vor. Ich hoffe, es lohnt sich. Und ich hoffe auch sehr, dass die Jane überlebt. Ich fand sie eigentlich ganz nett. Hab mich schon ein bisschen verliebt. Und dann gab es da so einen miesen Kehlenschuss. Ach, Endgegner. Ah, wieder einer, der es ganz gerne vernahen möchte. Wir müssen hier erstmal wieder ein Stück zurückbrechen. Ich habe leider, glaube ich, die Pumpgun nicht geladen. Oh, jetzt haben wir uns hier in eine Sackgasse begeben. Vielleicht sollten wir die Pumpgun... Ach, shit. Jetzt kommen die noch von da drüben. Ich würde eigentlich sagen, vielleicht sollten wir die Pumpgun mal durchladen. Und dem Captain Serrano, der zum Frühstück immer gerne Schinken isst, eventuell mal damit ein bisschen aufs Auge feuern. Mann, 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 ich laufe hier fast das ganze Gebiet wieder zurück. Ja. Shit, 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 shit. Und wir haben keine Deckung mehr. Wir sind gleich tot. Fuck. Wir brauchen unbedingt Leben. Leben, 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 Leben. Ach, das Ding ist doch schlecht. Jetzt machen die aber auch Druck hier, ne? Oh Gott. Alter Schwede, habt ihr es gesehen? Aber wir waren fast voll mit Leben und innerhalb von einer Sekunde haben uns da anscheinend mehrere auf einmal erwischt. Mist, jetzt müssen wir hier wieder ein Stück weiter vor. Ah, jetzt kommt der ganze Spaß nochmal. Es tut mir leid. Aber ihr habt selber gesehen, es war nicht einfach. Der Captain war eigentlich fast tot. Aber halt eben auch nur fast. Müssen wir mal schauen, wie wir den jetzt am besten erledigen. Aber die Pumpgun finde ich halt auch Mist. Die müssen wir unbedingt nochmal wechseln, bevor wir zu ihm machen.
Ich hoffe mal, dass wir es schaffen. Ansonsten müssen wir doch wieder auf Weltstufe 4 runter. Aber ich würde gern nochmal, ungern nochmal sterben. Ist zwar schon mal gut, dass durch Tod nichts weiter Schlimmes passiert, also keine Fähigkeitenabzug oder irgendwelche Malusse, die man bekommt. Es ist halt hier auch echt doof gemacht mit Deckung. Wir können halt entweder nur hier hoch, aber dann sind wir direkt vor den Gegnern. Vielleicht sollten wir gegen den Captain doch wieder die Maschinenpistole ausrüsten, weil der kam ja so auf Nahkampf. Generell. Ach super, jetzt hat wieder mein Monitor gewechselt. Das gibt's doch nicht. Sorry nochmal für den kurzen Cut. Wie schon vor 2 oder 3 Folgen, mein Monitor geht einfach aus. Warum auch immer, ich verstehe das nicht. Dann komischerweise aber auch nur bei dem Spiel hier. Das ist mir bei noch keinem anderen Spiel passiert. Und wechselt halt auf den anderen Monitor, aber so kann ich nicht spielen. Deswegen habe ich ja nochmal einen kurzen Schnitt gesetzt. Waren bloß 5-6 Sekunden. Ich bin bloß fix hier hintergerannt in Deckung und habe meinen Monitor nochmal an- und ausgeschalten. Ich hoffe nicht, dass das öfter passiert. Weil das war gerade auch schon ganz schön kritisch. Es wird wirklich immer schwerer. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass nach dem letzten Tod selbst die hier schwerer geworden sind. Kann natürlich aber auch nur Einbildung sein. Denn das ist die einzige Bildung, die ich habe. Los, jetzt aber hier. Ach, Mist. Falsche Richtung. Wenn die auch von links kommen, ja, ne? Hä? Ich hab gar nicht gedrückt, dass der springen soll. Weinerei. Treffen ihn nicht, der andere Fettsack liegt davor. Wir sind gleich wieder so weit beim Captain. Wir müssen unbedingt die Pistole tauschen. Bleib noch oben. Danke. Ich hoffe mal, dass wir nach der Mission dann erstmal wieder ins Lager zurückkommen, weil ich glaube, wir müssen wirklich mal ein bisschen beim Händler vorbeischauen. Generell vielleicht auch unsere Ausrüstung schon verbessern, je nachdem, wie viel zum aktuellen Stand schon möglich ist. So, die haben wir. Kommt der jetzt direkt? Ich glaube noch nicht. Aber hier ist natürlich auch ein viel, viel besserer Standpunkt. Ich hätte vorher nicht so weit vorrennen sollen. So haben die ja erstmal richtig langen Weg, wo wir schon fleißig drauf rumballern können. Aua. Aber es sieht auch munitionstechnisch gerade echt scheiße aus, fällt mir auf. Kommt der jetzt automatisch oder kommt der erst, wenn wir da unten... Ich glaube erst, wenn wir da unten... langlaufen. Ne, er kommt automatisch, aber wenn wir gerade echt ordentlich Zeit verschenken, wir müssen nochmal Munition holen. Ja, das Mist hätte ich vorher machen müssen. Aber hier lag ja welche.
Jetzt ist er nämlich schon wieder ein ganz schönes Stück weit nach vorne gedrungen. Der gute Serrano-Schinken. Ach, Mist. Das könnte schon wieder echt scheiße werden hier. Und ich habe auch die Waffe nicht gewechselt. Was war denn das? Und die kommen jetzt auf einmal hier rüber. Und ich kann hier nicht raus. Ach, shit, 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 shit. Wir sind gleich wieder tot. Ich glaube, wir müssen eine Weltstufe runterstellen. Ansonsten wird das hier doch schwierig. Der hält halt aber auch viel aus, ne? Und er kommt die ganze Zeit hier auf Nahkampf angeprescht. Vielleicht klappt es ja so besser. Und irgendwie teleportiert er uns hin und her. Oh oh. Ach, geh doch weg. Ich weiß nicht, wie weit wir noch hinterrennen können. Wir haben zumindest hier schon mal erstmal nur noch einen Gegner. Shit. Ne, da kommen schon wieder die nächsten, oder? Ne, es sind nur die Pfeile. Mist, was war denn das? Nein, der zieht uns hier in seinen komischen Strudel rein. Wir haben ja gar kein... Oh, und wir dürfen nicht weiter zurück. Geil. Das hätte man auch mal eher sagen können. Jetzt haben wir eine richtig beschissene Position und kaum noch Leben. Wir müssen wieder zurück. Schneller. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben ihn doch fast. Wenn jetzt nicht noch seine Verbündeten von hinten angerannt kommen. Ach, ich hab die. Ich schieß mittlerweile mit der Schrotflinte, ne? Haben wir noch Moon oder habe ich aus Versehen gewechselt oder was ist der Grund? Ne, wir haben noch Munition. Wir haben ihn erlegt. Geil, jetzt müssen wir bloß noch seine Kumpanen wegkriegen. Puh, ich muss erstmal Luft holen. Entschuldigung. Das war gerade echt ein bisschen aufregend. Ja, jetzt kommen nämlich noch seine Kumpels. Aber das sollte ja hoffentlich das kleinere Problem sein. Ja, der war echt ein bisschen nervig, ne? Halt, wenn der so viel aushält und dann die ganze Zeit noch auf Nahkampf kommt. Dann ist das echt eine fiese Kombination. Aber wir hatten ja glücklicherweise relativ viel Platz zum Ausweichen. Und zum Zurückdrängen, besser gesagt. Na komm her. Immer noch zwei Pfeile. Ah, ich glaube, wir sollten lieber außen rumlaufen. Obwohl, den kriegen wir noch. Naja, jetzt relativ viel Glück, als wir mit dem Serrano-Schinken gekämpft haben. Dass die nicht von hier oben gekommen sind. Ja, ich glaube, das ist Munitionsverballer. Ich laufe mal drumherum. Dass wir hier nicht 80% der Schüsse gegen das Geländer ballern. Na los. Und wir haben es geschafft. Na, ein Glück. Wow, das war echt schon... Nochmal ein anderes Level. Lavageschosse. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit. Lass es bitte was Gutes sein. Wir gucken jetzt erstmal. Wir haben den... Wow, das ist echt mal eine geile Verbesserung. Von 60 in die 150. 450. 462 und 124. Wow, also das hat ein Leben vor allem. 295. Waffentechnisch
würde ich das Gewehr gerne mal noch ausprobieren, aber wir haben hier noch eine Maschinenpistole mit 324 und Giftkugeln. Da sage ich doch nicht nein. Wir müssten in der Klasse auch wieder einen Punkt. Nee, doch nicht. Dann nehme ich es zurück, aber wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Fülle dein Magazin mit Kugeln, die die Luft rund um Gegner entzünden und bei ihnen einen Verbrennungseffekt verursachen, selbst wenn die Kugel verfehlt. Wenn die Kugel trifft, verursacht sie Fähigkeitsschaden, wobei sie die Rüstung ignoriert, das Ziel durchdringt und andere hinter ihm Schaden zufügt. Die Fähigkeit dauert an, bis du nachlädst oder die Waffe wechselst. Klingt cool. Ich würde es mal gegen die 3 tauschen. Dass wir das mal ausprobieren, weil stärkere Schüsse können wir eigentlich immer gebrauchen. Ist halt zumindest mal was, was auf Fernkampf etwas bewirkt oder verbessert. Ich hoffe doch sehr, dass der Koffer jetzt bald mal in der Nähe ist. Ich würde nämlich unheimlich gern zurück ins Lager, ein paar Sachen verkaufen und verbessern und generell mal wieder ein bisschen durchatmen können. Gut, hier scheint es nichts weiter zu geben. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich bin drin. Aber hier sind eine Menge Trucks. Sehen alle gleich aus. Ich habe den Koffer unterhalb der Fahrertür versteckt. Durchsuch einfach alle. Okay. Aber ich kann nicht durchsuchen. Und hier vorne ist ein Stern. Und wir haben das Ziel erreicht. Na, ein Glück. War es jetzt direkt der erste? Zumindest der, den wir berührt haben. Oder ausgewählt haben. Das macht unserem Truck nichts aus. Könnt ihr schießen, wie ihr wollt. Da ist das kleine Köfferlein. Bei Deal oder No Deal gewonnen. Lebt sie noch oder trauert er? Hoffentlich ist es das wert. Oh mein Gott. Er ist intakt. Ein Satellitenablenk. Der letzte Satellitenablenk. Dann hast du danach gesucht, als ihr mich gefunden habt? Ja. Und er funktioniert? Wie? Der Koffer ist aus Mu-Metall. Das schaumt ab. Er wurde nie geöffnet. Die Elektronik darin ist vor der Anomalie geschützt. Und womit kann er sich verbinden? Mit der Flores. Ich dachte, sie wurde für die Kolonisierung demontiert. Größtenteils. Aber gegen Ende riss der Kontakt ab. Die Hälfte unserer Ressourcen steckt immer noch in den Nachschubkapseln da oben. Praktisch unerreichbar. Saatgut, Elektronik, Festplatten voller Daten. Alles außer Reichweite. Mit den Ressourcen könnten wir die Zivilisation neu aufbauen. Nur sind sie allesamt nutzlos, wenn wir keinen Ort jenseits der Stürme finden. Ich weiß, es mag wie ein Traum klingen, aber uns, die wir daran glaubten, hat es motiviert. Darum also. Darum wollte She-Ra, dass ich dich hole. Sie will den Inhalt dieser Kapseln. Und was machen wir jetzt? Deine Frequenz. Mit ihr kann ich die Quelle des Signals orten. Ich muss irgendwo an eine hochgelegene Antenne. Kennst du denn eine? Ja, Eagle Peaks. Aber nicht sofort. Okay, also wird das nächste Ziel die Antenne sein.
ist gestorben. Rest in peace. Ich sag's doch. Niemand kehrt von diesen schwachsinnigen Missionen lebend zurück. Ja, es ist alles seine Schuld. Und damit haben wir die Mission erfolgreich abgeschlossen. Die Folge jetzt hier ging mal ein bisschen länger, weil ist auch schön, wenn wir die Mission dann abschließen und nicht irgendwo zwischendrin mal Stopp machen. Das kriegt man hier keine Ruhe. Ruhe in Frieden, Jane. Aber du hast ein schönes Grab bekommen, also einen schönen Standort, sagen wir es mal so. Das Grab selber vielleicht nicht unbedingt. Bis morgen 17 Uhr dann zur nächsten Folge. Macht's gut.